Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. Feedback@heute.at rund 800 Anrainer sollen direkt von der Fertigstellung im Herbst 2019 profitieren. 1800 Lkw wird die Umfahrung Drasenhofen aus den Ortskernen abziehen. Überblicksaufnahme der Bauarbeiten zur Umfahrung Drasenhofen. Bild ASFIN AG ein aus I-Ampel und kreuzungsfrei, 5 Kilometer lang. Die Aswinag arbeitet derzeit auf Hochtouren an der Fertigstellung der Umfahrung Drasenhofen. Die Umfahrung ist eng mit der A5 verbunden. Bei Drasenhofen West wird es eine Auffahrt in Richtung Wien und eine Abfahrt in Richtung Drasenhofen geben. Und sie wird vignettenpflichtig sein. Der Bau umfasst 8 Brücken, die Trassenführung wird in die Umgebung eingebettet, soll einerseits einen harmonischen Verlauf aber auch dem Lärmschutz dienen. 5 Gewässerschutzanlagen reinigen künftig die Abwässer der Umfahrung. Über 38.000 Bäume werden gepflanzt, rund 424.000 Quadratmeter Wiesenfläche wird hergestellt. Die Baukosten betragen rund 50 Millionen Euro. Gegenüber heute, sagt Aswinag-Projektleiter Heinz Springer, die Bauzeit war schon sehr sportlich, aber wir sind im Zeitplan. Zugute kam uns der milde Winter. Eine massive Entlastung sei die Umfahrung für die Orte Stützenhofen, Kleinschweinbad, Steinbrunn und Drasenhofen. Und mit den bis zu 16 Metern hohen Einschnitten gibt es auch gute Lärmschutzmaßnahmen. Als ungewöhnlich bezeichnete Springer die entdeckten umfangreichen historischen Funde bei den Grabungsarbeiten. Archäologen waren so bei den Baubesprechungen sehr oft dabei. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, Wes. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.